mir ist es vor allem wichtig zu zeigen, Bruckner war nicht nur der Orchesterkomponist, sondern er kommt von der Orgel. Und gerade wenn man hier nachts an solchen Instrumenten sitzt und aufnimmt, selbst wenn es anstrengend ist und man oft ringt, es geht da gar nicht um Fehler und dass das Timing nicht stimmt. Es sind manchmal Dinge, dass wir das Gefühl haben, wir müssen noch mehr dran sein und noch mehr irgendwie auch gegen diese Maschine Orgel, denn die Orgel ist eine Maschine. Sie ist ein zauberhaftes, phänomenales Instrument, was extrem viel kann. Da etwas zu finden, was wie ein großer Klangstrom, vergleichbar Bruckners Sinfonien, einfach in die Zukunft geht, das ist mir extrem wichtig.